Hallo zusammen und willkommen zur DTM 1992. Ja, Sektor 3 hat es tatsächlich geschafft, das Paket auch dieses Jahr noch zu veröffentlichen und hat damit vermutlich so eine Art Rekord aufgestellt. Denn das ist ja unglaublich, mit was die uns dann dieses Jahr regelrecht überschüttet haben, mit wie viel Content die rausgekommen sind. Ich erinnere mich da also an das GT Masters Pack, das glaube ich jetzt erst rausgekommen ist. Dann kam die DTM Experience 14, dann hatten wir das WTCC Pack, dann hatten wir die GT Masters Experience und jetzt eben auch noch die DTM 92. Also wirklich eine unheimliche Wende, nachdem es ja davor jahrelang so mehr oder weniger Stillstand gab. Also von meiner Seite größte Hochachtung dafür. Ja, und ich will jetzt auch gar nicht so viel Wort verlieren. Wir schauen uns die DTM 92 jetzt mal in einem kleinen Singleplayer-Rennen an. Verfügbar, also Bestandteil dieses Packs, sind diese fünf Autos hier, wobei ich die mal grob unterteilen würde in die drei etwas höher motorisierten, etwas schwereren Autos und eben die beiden leichteren Autos, wobei die drei hier auf der Geraden einen leichten Vorteil haben. Die sind da ein bisschen schneller, in der Kurve dafür ein bisschen langsamer, es sei denn, man kennt sich mit dem Driftverhalten von dem Race Room so richtig gut aus. Deswegen werde ich jetzt hier mal den Mercedes nehmen und ich übernehme den direkt mal von dem Klaus Ludwig. Der Rest der Einstellung, die KI habe ich hier auf 100, Get Real, 11 Gegner, 8 Minuten. Training lassen wir weg, Qualifikationen auch. Ich starte direkt von der Position 8, Rest wie gehabt und dann starten wir mal. Okay, wir kommen am Nürburgring. Wir legen direkt los, starten direkt ins Rennen. Los geht's. Oh, hier sieht man schon die größeren Autos vorbeiziehen. So, ich werde erstmal versuchen, hier heil einfach durch die erste Kurve zu kommen. Da steht schon der erste quer. Ja, und ich freue mich ja so immer richtig, wenn ich mal wieder was handgeschaltet fahren kann. Da bieten sich diese Autos hier natürlich an. Ich hoffe, wenn Sektor 3 mit der Nordschleife kommt, das ist ja eine lange deutsche Rennstrecke angekündigt, das wird wohl die Nordschleife sein. Und ich hoffe, dass das dann die VLN-Konfiguration ist. Das würde natürlich mit den Autos hier richtig Spaß machen. Schalten nicht vergessen. Ja, der Sound hier von dem 190er Sektor 3 typisch wirklich vom Feinsten. Gerade das Geräusch, wenn man so verzögert. Weiß nicht, ob das Getriebe ist oder das Differential, was da so ein bisschen singt. Richtig klasse. Ups, sorry.
Ja, die driften halt auch ganz nett hier, diese Autos. Der 190er doch ein bisschen mehr wie der 3er. Jetzt wird's haarig. Da kann er sich durchsetzen. Dem Mercedes-Stern hier vorne auf der Haube. Gefällt mir richtig gut. Gucken, ob wir den jetzt vielleicht gleich ausbremsen können. Ja, ich hoffe, dass die hier auch nochmal eine Experience draus machen. Haben wir ja schon gesehen bei dem GT Masters Pack, was da zuerst gekommen ist, dass das dann irgendwann in eine Experience aufgewertet wurde, also man dort auch eben die Championship fahren kann. Wäre natürlich klasse, wenn das hier auch der Fall wird. Scheint gar nicht so viel Zeit gekostet zu haben. Naja, doch, der Abstand ist schon größer geworden. So, mal sehen, vielleicht können wir hier wieder einen ausbremsen. Oh. Oh, letzte Rille, aber hat geklappt. Ja, man darf den da echt nicht zu viel Platz lassen. So ist auch sozusagen ein schmaler Grat zwischen nicht da rein zu krachen, aber eben auch nicht zu viel Platz zu lassen.
Oh, schon rum. Wow, also das hätte ich jetzt noch ewig weiterfahren können. Macht wirklich riesig Spaß. Kann ich euch nur wärmstens empfehlen, dieses Pack. Ich glaube, ich habe 9 Euro dafür bezahlt, also kostet auch echt nicht die Welt. Ja, und wenn euch das Video gefallen hat, sehen wir uns vielleicht zum nächsten wieder.